Svenja, erstmal vielen Dank, dass du heute hier zu uns gekommen bist. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die mich persönlich sehr interessieren und wahrscheinlich auch unsere Finster-Mitglieder. Du spielst sehr erfolgreich Feldhockey. Seit wann spielst du Feldhockey und wie bist du zum Feldhockey gekommen? Ich spiele Feldhockey, seitdem ich 4 Jahre alt bin, also schon 12 Jahre, und ich bin mit Freunden zum Feldhockey gekommen. 4 Jahre, das ist ja Wahnsinn, da bist du ja so klein und wie verletzt man sich da nicht? Doch, es ist schon ein sehr gefährlicher Sport, aber wenn man mit Leuten zusammenspielt, die Feldhockey spielen können, passiert nicht so viel, als wenn man mit anderen Kindern zusammenspielt. Welche Position spielst du? Also ich spiele zentrales Mittelfeld oder rechts oder links im Mittelfeld, ist eigentlich relativ egal, oder als freier Innenverteidiger, der sehr offensiv mitspielt. Du trägst die Nummer 44, haben wir hier auf deinem Trikot gesehen, hat die Nummer irgendeine Bedeutung für dich? Naja, ich habe eigentlich grundsätzlich immer, seitdem ich 4 Jahre halt war, habe ich angefangen, habe halt die Nummer 4 gehabt. Und dann musste ich sie aber abgeben, weil ich immer die Jüngste bin von der Mannschaft, weil ich halt immer hochgespielt habe. Und dann musste ich sie halt abgeben und ich dachte, dann nehme ich halt nochmal die 4 und nehme die 44. Und die 44 macht dir jetzt keiner mehr streitig? Nee, die behalte ich. Du bist in der Zwischenzeit deutscher Vizemeister geworden, 2012 mit deiner Mannschaft, mit der Bayern-Auswahl sogar. Ja. Und bist noch 2013 in den Kader der U16-Nationalmannschaft berufen worden. Was ist bei dir der nächste Schritt? Ja, also ich habe jetzt 16 gespielt, habe total Spaß gemacht. Und jetzt ist in den Herbstferien der nächste Lehrgang von U18. Und da wurde ich jetzt auch eingeladen. Und jetzt muss ich halt schauen, wie ich halt die Konkurrenz ist, weil ich bin ja der jüngere Jahrgang. Und jetzt muss ich ja gucken, wie ich mich die 96er durchsetzen kann. Und nächstes Jahr ist auf jeden Fall wieder mein Jahrgang, also 97er. Und dann denke ich mal, starte ich da wieder durch. Deine Sportart ist eine sehr gefährliche Sportart, zumindest wenn ich mich daran erinnere, wie ich das in der Schule immer gespielt habe. Da gab es immer Verletzte. Wie ist es bei euch? Ja, es kommt halt darauf an, du wirst wahrscheinlich in der Schule mit ganz vielen zusammengespielt, die noch nie Hockey gespielt haben, und dadurch holt man viel zu sehr aus oder ganz viele Fehler machen halt. Dadurch ist es halt viel gefährlicher für uns. Wobei der Ball schon sehr hart ist und hochklassigen Hockey ist und sehr schnell ist. Deswegen, es passiert viel, aber man kann es auch gut vermeiden. Ist der Ball oder der Schläger gefährlicher? Beides eigentlich. Ja, wobei eigentlich der Ball, weil der Schläger, jeder sollte mit seinem Schläger umgehen können auf dem Niveau, und deswegen ist eigentlich eher der Ball der kann halt überall abspringen am Schläger. Aber man kann es gut vermeiden. Wenn ich mir Hockey im Fernsehen anschaue, dann laufen die Leute immer so gebückt. Hast du Rückenschmerzen davon? Ja, man bekommt Rückenschmerzen, aber nur, wenn man nicht dagegen arbeitet. Das heißt, wenn man oft ins Fitnessstudio geht und halt Stabilisationsübungen macht, dann kriegt man auch keine Probleme. Das heißt, du beugst aktiv vor gegen die Rückenschmerzen? Ja, wir haben halt eine Angabe von unserem Trainer, dass wir 3 bis 4 Mal die Woche Stabilisationsübungen machen sollen, und dadurch hat man eigentlich keine Rückenschmerzen. Wie oft trainierst du generell für dein Ziel? Ja, also letztes Jahr habe ich 5 Mal die Woche trainiert, dadurch, dass ich noch Bayern-Auswahl gespielt habe, aber jetzt bin ich ja zu alt, und jetzt trainiere ich so 3 bis 4 Mal die Woche. Und wie viel davon ist wirklich Hockey auf dem Feld und wie viel ist Stabilisationstraining, Fitnesstraining? Nee, ich habe wirklich 3 bis 4 Mal die Woche Hockey, also nur Hockey. Und die Stabilisationsübungen und Krafttraining, so muss ich alles selber zu Hause machen. Also wir haben auch Athletiktraining, das haben wir immer 1 Stunde vor dem Training oder nach dem Training. Wobei eigentlich das richtige Krafttraining und Ausdauertraining, so das muss ich auch selber selbstständig machen. Welche Muskelgruppen trainierst du insbesondere? Also hauptsächlich die Beine, weil man ja Schnelligkeit und Ausdauer und alles machen muss. Und also eigentlich sind die Arme auch sehr wichtig für Schlänzen und halt eben der Rücken, damit man eben viel Probleme bekommt. In welchem Finster-Studio können unsere Mitglieder dich beim Trainieren antreffen? Also ich trainiere hauptsächlich am Berg am Leim, weil das bei mir im nächsten ist, von der Schule und von zu Hause aus. Ich habe gehört, ihr seid eine sehr sportliche Familie, denn Papa hat mal sehr gut Tennis gespielt. Spielt er immer noch gut Tennis? Ja, und Papa ist sehr professionell im Tennis dabei, jetzt als Trainer, früher als Spieler, und schon sehr stolz, einen Papa zu haben. Und nervt er dich dann mit seinen Tipps oder ist das für dich eher eine Unterstützung? Ja, es ist manchmal ein bisschen schwer, nach dem Spiel kommt, ja, wieso ist der Schläger nicht richtig festgehalten, wieso bist du nicht das und das gemacht, aber es ist auch sehr hilfreich, weil er hat Ahnung und der kann dir auch sehr viel weiterhelfen, auch so jetzt zum Muskelaufbau und so. Svenja, bitte vervollständige folgenden Satz für uns. Finster ist für mich? Sensationell. Super. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir wünschen dir auf alle Fälle viel Erfolg und ich bin sicher, dass wir in der Zukunft noch viel von dir hören werden. Dankeschön, vielen Dank.